Hallo, wir gehen direkt gemein. Ich bin, was machst du? Udo, komm hier unten, bin ich doch. Boah, ist aber. Was ist ein super Effekt, Udo. Du lernst ja wirklich noch was dazu. Super, klasse. Hallo, liebe Internetgemeinde, hier ist der Sven Dudek, der Boxer. Ich bin wieder unterwegs in meinem Internetblog und ich lerne wieder ganz tolle, interessante Menschen kennen. Heute den Sportmediziner Jürgen Krautmacher. Ja, hallo, Dr. Jürgen Krautmacher. Hallo. Hallo. Ja, Dr. Jürgen Krautmacher, Sie sind ja Sportmediziner. Ja? Das heißt ja wohl, dass Sie auch während dem Sport zum Beispiel Operationen machen, ne? So während dem Tennis oder während dem Wasserball. Das ist ja ganz schön verrückt. Ne? Guter Witz. Was für ein Witz jetzt? Ein Sportmediziner arbeitet nur mit Sportlern. Das soll heißen, dass er sich nur um sportlerspezifische Dinge kümmert. Sie sind Boxer, nicht wahr? Ja. Merkt man das? Kaum. Also mein Spezialgebiet sind Spätfolgen einer Sportlerkarriere. Sie zum Beispiel, Sven, wären ein Fall für einen Sportmediziner. Spätfolgen? Sind das nicht diese Schweinesachen, die so nach 12 im Fernsehen kommen? Körperliche und geistige Spätfolgen. Sehen Sie mal da. Ist denn da? Ich kann ja jetzt gar nichts. Also. Aua! Verlangsamt der Spätreaktion. Aha. Das sind Spätfolgen. Ach, dann ist man also Sportmediziner, wenn man den anderen auf den Kopf haut. Ja, dann war ich ja auch schon immer Sportmediziner, ne? Wenn Sie gestatten, Dr. Dudek. Mensch, dann wird die Mutti aber stolz sein. Ja, dann warte für diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Hier bei Svens Internetblog. Komm, mach aus. Mediziner, verrückt. Aus.